Ein gruseliges Willkommen, meine werten Freunde, zu dieser Nachtsession. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Nachtsession. Damit ihr es mir auch glaubt, hier 3.14 Uhr nehme ich das Ganze auf. Man sieht es perfekt. 3.14 Uhr, ich habe ein bisschen Licht, damit ihr auch ein bisschen etwas von mir seht. Ihr seht, ich habe auch ziemlich viel an der Kamera geändert. Und das war ein ziemlicher Lag. Aber es wird 30 Sekunden lange dauern. Und ich werde, damit ihr mir auch wirklich glauben werdet, hier ein Timer ab jetzt starten. Ihr seht, der Timer läuft. 30 Minuten lange wird es dauern. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, wenn ich es dann mal schaffe, meine fucking Preview auf OBS zu stoppen. Alles klar. Einzelspieler. Lobby. Schwierigkeit. Ich gehe auf easy, hab's nie gespielt. Und bevor jetzt jemand in den Kommentaren sagt, was für ein Loser. Ich will jetzt halt erstmal easy, weil ich habe keine Ahnung und dementsprechend lieber so. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Und einfach, weil ich ein bisschen Spaß dabei auch haben will. Okay, das scheinen wir zu sein. Es scheint, als wären das wir. Es muss ziemlich laden. Und ja, das Ganze wird auch uncut sein, damit ihr auch wirklich seht, ich ziehe die 30 Minuten durch. Und ja, viel Spaß. Vielleicht werde ich das Ganze doch auch bearbeiten, ich weiß noch nicht, aber ich rede ein bisschen leiser, um so eine wirklich schöne Horrorstimmung zu geben. Weil ich finde so eine Horrorstimmung an Halloween, da gehört es auch dazu, ein bisschen zu flüstern. Hehehe. Okay, es dauert mir ziemlich lange, aber ich hoffe, man hört mich auch gut. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Ja, doch, man hört mich. Man hört mich. Sehr gut, sehr gut. Windows XP, wenn ich das so sagen darf. Oh. Wir sind eingepennt. Schade. Oh mein Gott, wo sind wir? Natürlich in den bekannten Backrooms. Okay, also soweit ich mich noch weiß, ich habe das einmal kurz im Stream gespielt. Und oh mein Gott, ist das für mich dunkel. Kann ich die Brightness höher stellen? Kann die Mausempfindlichkeit höher stellen? SSA, Beleuchtung, High GPU Usage. Na, who cares? Meine GPU kann arbeiten. Okay, nee, wartet. Ich muss meinen PC hier heller schalten. So, ihr habt das wahrscheinlich ziemlich gehört, aber egal. Jetzt sehe ich auch etwas. It sees you escape. Doch, ich mache das jetzt schon nicht. Ich schalte meine Kopfhörer ein bisschen leiser, damit, wenn es mich angreift, dass ich weniger mich erschrecke. Ah, fuck, Digga, ich bin jetzt schon komplett gescared hier.
das ist wirklich auch was ganz anderes, wenn man das an, wenn man das so spielt. Anstatt wenn man das einfach auf YouTube schaut. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Oh mein Gott. Ich habe mich jetzt schon dort hinten, habe ich schon gedacht, das ist etwas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das kann dir dann mal was werden. Übrigens, es sind schon 5 Minuten vergangen. Das heißt nur noch 25 Minuten to go. Ja, hoffentlich wird es etwas. Ich bin maximal scared. Aber was soll's? Okay. Und jetzt? Eine Leiter. Will ich da rein? Ich muss wahrscheinlich. Okay, let's go. Okay, wartet nur gerade. Nur ganz kurz, soweit ich mich noch erinnere, ich habe mal vor einer langen Zeit mal Videos zu dem Spiel gesehen und soweit ich mich richtig erinnere, kann das Monster dich hören, wenn du ein Mikrofon hast. Ich habe das mal absichtlich auf mein virtuelles Mikrofon gesetzt von VoiceMod, damit ich wenigstens ein bisschen Peace habe, hoffe ich, wenn nicht wäre es ziemlich scheiße, weil dann werden wir mehr, ja, Dings kriegen, aber hoffentlich mal einfach nicht. Und sollten wir doch einen Jumpscare kriegen, dann werden wir es hoffentlich hören. Und ja. Ich bin absolut dumm, weil ich habe die Szene nicht gewechselt und ich bin absolut scared. Denn wie gesagt, ich spiele das mitten in der Nacht, dort ist eine fucking Tür. Notiz lesen. Information. Files Entity 3. In the lurking darkness, though these wall shelters for the something mysterious, a bright smiling thing that stands out from the shadows. Rumors say that it has a physical body that cannot be seen with the human eye. It is only known that it is attracted to all sources of light and that it traps you in the voids, the shadows. You will probably never see the light again. Remember, a smile does not always reflect peace, if not quite the opposite. References: the next photo was taken on a darker area of the backrooms. Okay. Oh, es gibt eine deutsche Übersetzung. Okay, dann übersetze ich es halt euch so. In der lauernden Dunkelheit beherbergen diese Mauern etwas Geheimnisvolles. Ein helles, lächelndes Ding, das sich von den Schatten abhebt. Gerüchte besagen, dass er einen physischen Körper hat, der mit dem menschlichen Auge nicht zu sehen ist. Es ist nur bekannt, dass er von allen Lichtquellen angezogen wird und dass er dich in der Leere der Schatten gefangen hält und du wahrscheinlich nie wieder das Licht sehen wirst. Denken Sie daran, dass ein Lächeln nicht immer von Frieden zeugt, wenn nicht sogar das Gegenteil der Fall ist. Denken Sie daran, dass ein Lächeln nicht immer ein Zeichen von Frieden ist, im Gegenteil. Referenzen als nächste Foto wurden in einem dunklen Bereich der Backrooms aufgenommen. Nein, hör auf! Was macht ihr? Was macht ihr? Hör auf! Was hat er getan? Oh mein Gott, ich bin so scared. Oh mein Gott, bitte, jetzt kein Jumpscare. Ich bin so fucking scared jetzt gerade. Oh mein Gott. Wieso hast du das getan? Kollege, wieso hast du das getan?
Wieso? Was habe ich gedrückt? Ich habe I gedrückt und auf einmal er fängt an zu klatschen. Oh, nein. Es scheint doch alles in Ordnung zu sein. Notiz lesen. Diese Tabletten dienen der Beruhigung, sie verringern die Angst. Oh, hier hinten ist doch noch eine Kiste. Bist du verletzt? Trinke Mandelwasser. Was immer das war. Okay, Unknown Entity. Unbekanntes Monster. Information. Es handelt sich um einen Humanoiden, der aus irgendeinem Grund aus Kabel zu bestehen scheint und von dem man annimmt, dass er den Ort beherrscht. Wenn er in der Nähe ist, verändert sich die Umgebung der Räume und er scheint von elektronischen Geräten und Radiofrequenzen eingezogen zu werden. Wenn Sie sich also in der Nähe aufhalten, seien Sie sehr vorsichtig, Sie wollen ja nicht Ihren eigenen Tod anziehen. Referenzen als Expeditionsteam macht dieses Foto, auf dem ein Drahtwesen noch die Räume zu schleifen scheint. Monster Gefahren Klasse 4. Okay, und das ist ein sehr interessantes Bild. Und wo sind wir eigentlich gerade? Ich will jetzt nicht mal mehr weiterspielen, weil ich habe so Angst. Ich habe real halt Angst. Also, ne, logischerweise. Okay, wartet mal kurz. Ich muss ganz kurz etwas nachschauen, noch mal kurz. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern, keine Sorge. Okay, dementsprechend fahren wir mal fort. Und ja. Ich will da nicht durch diese Tür. Ich will nicht durch diese Tür. Was habe ich denn aufgehoben? Information. Radio. Ich habe ein Radio aufgehoben. Diese Blätter, die in der Beruhigung sind, über die Angst. Ja gut, das wissen wir schon. Und du? Das Wasser heilt deine Wunden. Warum eigentlich heilt Mandelwasser meine Wunden? Ich will nicht. Ich schwöre, ich habe das gesehen. Ich habe definitiv etwas gesehen und es hat mir nicht gefallen. Nein. Es hat mir nicht gefallen, was ich dort gesehen habe. Nein. Ich mochte das absolut nicht. Nein. Ja, ich habe so ein slight problem, nämlich, ihr seht hier, ich habe 30 Minuten aufgenommen, aber die Aufnahme ist nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder so einfach gecrashed. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich weiß nicht, ob ich aus Versehen auf den Bot gekommen bin und nichts gemerkt habe, aber ich könnte noch mal 30 Minuten aufnehmen, vor allem nicht, weil ich das 3 Uhr nachts wirklich aufnehmen wollte. Und ja, ich will jetzt das Ganze nicht nochmal aufnehmen, deshalb. Ja, tut mir leid, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da, lasst mir auch gerne ein Abo da. Ja, drückt die Glocke, schaut mir gerne, wie ihr den Hintergrund findet. Ja, den Hintergrund, jetzt den Hintergrund. Und ja, bis dahin und ciao, ciao. Ah ja. Kami, Tendo.